Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren legendären Nostalgie-Folge Assassin's Creed 2. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer, danke erstmal an die legendären Supporter da draußen, die die letzte Folge unterstützt haben. Wie schon öfters jetzt erwähnt, unterstützt es gerne weiterhin, wenn ihr mehr sehen wollt von dem Spiel. Was macht er denn da? Ey, her mit der Kohle. Besser ist es. Hau ab, hau einfach hier, Gnade, Gnade, bitte. Was denn? Anderthalbtausend Kohle dabei gehabt. Also wie gesagt, unterstützt gerne weiter, checkt die Videobeschreibung ab und ich würde sagen, wir starten durch. Signore, ich sah, wie Francesco ein Bataillon um den Palazzo della Signoria herumführte. Ich fürchte, er sucht einen anderen Eingang. Geht, bevor es zu spät ist. Tut, was ihr könnt! Francesco de Pazzi, find ihn und töte ihn. Machen wir das doch einfach mal. So, dann zeig mal her, wo er ist. Alle miese Schlägerei und der Typ steht du da in der Mitte. Wieder. Warum bist du nicht tot? Männer, erledigt ihn! Ey, pass auf, dass du nicht runterfällst, Junge! Das wäre zu schade, wenn du dadurch stirbst. Wir wollen dich selber rumbringen mit unserer Klinge, Alter. Mit unserer Klinge, Alter, du mieses Schwein. Wir sehen uns hier schon wieder, wa? Komm mal, das ist der Platz, wo ihr den Vater und die Brüder festgehalten habt. Bam, Junge, weg mit dir, du kleiner Lappen. Du auch noch, zack, hier, bam! Jawohl! Selber Bastardo, du Arschloche! Ah! Ich hab... Nein, ja. Das sag ich jetzt lieber nicht, Junge. Er checkt es nicht, er checkt es nicht. Ey, was geht, Jungs? Bock auf Messer in die Fresse, was? Doch! Ui, komm mal her hier. Bist du doof, bist du dumm, Alter? Ich schaff das nicht. Schaffst du es, Kleiner? Komm, du schaffst es. Nee, er gibt auf. Ja, ein neuer Versuch. Wache! Wache! Keiner wird kommen. Es gibt nur uns. Verdammt! Zur Hölle mit dir! Lass ab von mir! Ey! Ey! Ey, sag mal. Komm, schlag zu, Klaus. Komm. Ey, bin ich so doof zum Kontern, oder was? Verpiss dich, Pisser! Keine Zeit für dich! Kawabunga! Wo ist er? Ey, was? Du Drecksau! Wo willst du hin? Oh, okay, klettern. Kletter-Action hier, oder was? Das ist auch immer so scheiße, wenn du so nah an den dran bist, dass du ihn in die Hacken rennst, dass du dann selber teilweise runterfällst oder sowas. Ah, egal, komm, wir haben ihn. Warum geht er auch da aufs Dach, jetzt Idiot? Jetzt werdet ihr von Florenz für eure Taten gerichtet. Es ist vorbei. Alles vorbei. Besser in diesem Leben zufrieden zu sein, als es erst im nächsten Leben anzustreben. Requiescat in pace. Libertà! Francesco! Was hast du davon? Leb wohl, Francesco! Ah, guck mal hier, Sequenz 4 schon. Krass, Alter. Krass, Alter. Ohne Scheiß, geht echt schnell. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit habe ich denn damals die Collection angezogen, die auf dem Kanal, als sie neu rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, bis Sequenz 5 oder sowas, wa? Ich sage euch so, wie es ist. Ey, dieser Effekt wird auch nicht alt. Das ist einfach geil. Das ist jedes Mal geil. Das ist jedes Mal geil.
Ah, shit. Können wir gleich lesen, was. Als ich 6 Jahre alt war, fiel ich in den Arno. Bald sah ich mich nach unten sinken und ins Dunkel. Sicher würde mein Leben bald enden. Stattdessen erwachte ich und hörte das Weinen meiner Mutter. An ihrer Seite stand ein Fremder, völlig nass. Er lächelte mich an. Meine Mutter erklärte, dass er mich gerettet hatte. So begann eine lange, blühende Freundschaft zweier Familien. Eurer und meiner. Verzeiht, dass ich euren Vater und eure Brüder nicht retten konnte. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich glaube, dass Jacopo De Pazzi eine Rolle bei ihrem Tod spielte. Auch beim Angriff auf euch. Ich muss ihn finden. Der Feigling floh, bevor wir ihn festnehmen konnten. Habt ihr irgendwelche Spuren? Nein, sie haben sich gut versteckt. Sie? Jacopo war nicht der einzige Verschwörer, der entkam. Wenn Sie mit Jacopo arbeiten, waren Sie auch an dem Komplott gegen meine Familie beteiligt. Gebt mir Ihren Namen. Antonio Maffei, Erzbischof Francesco Salviati, Stefano da Bagnone und Bernardo Baroncelli. Bene, ich gehe zu meinem Onkel. Er hat Männer im Hinterland stationiert. Wartet, bevor ihr geht. Eine Kodexseite. Ich nahm sie aus den Akten von Francesco De Pazzi, da er sie sicher nicht mehr braucht. Ich habe mich immer für alte Dinge interessiert. Wie euer Vater. Es ist auch bedeutsam für mich. Dann seht sie als ein Geschenk. Möge Gott uns alle schützen. Ach ja. Lorenzo regierte geschickt das Florenzer Renaissance in seiner Blütezeit. Ah, krass. Geil, Alter. Alter, warum sieht die Fahne aus wie ein Pizzastück, Alter? Salami-Pizzastück, was ist da los? Die Pazzi-Verschwörer. Jacopo De Pazzi. Das Geld. Er war der Kopf der Pazzi-Familie. Und er führte ihre Bankgeschäfte. Als Geschäftspartner von Lorenzo de' Medici hatte er persönlich nichts gegen ihn. Also heuerte er 4 Templer-Attentäter an, um die Sache für ihn zu erledigen. Bernardo di Bandino Baroncelli. Er hasste die Medici wegen des Exils seines Cousins. Und führte die Bücher im Tagesgeschäft der Pazzi-Bank. Und nachts mordete er für die Templer. Baroncelli führte den ersten Streich aus. Stefano de Bandione. Bekannt für seine Grausamkeit. Bagnone wurde in Rom zum Templermörder ausgebildet. Und Bagnone war es, der Lorenzo de' Medici in den Rücken stach. Antonio Maffei, als Zeuge der Entlassung von Volterra durch die florentinischen Söldner, beschuldigte Maffei Lorenzo. Er trat den Templern bei, um Rache zu finden. Maffei war es, der Lorenzos Kehle durchschnitt. Erzbischof Francesco Salviati. Er war überzeugt, der nächste Erzbischof von Florenz zu werden. Salviati raste, als sich Lorenzo ihm in den Weg stellte. Aber die Templer waren da, um seine Wunden zu heilen. Es war Salviati, der ihre Truppen in die Stadt führte. Ah, ich finde diese Videos so geil, Alter. Und das... Ach nee, egal, scheiß auf. Ich will jetzt nicht jedes Mal, aber das sind die Sachen, Freunde. Das sind die Sachen, finde ich, die das unterscheiden zu Valhalla oder Origins oder Odyssey. Das sind um die Sachen. Volle Synchronität mit Ezios Leben zu erreichen, solltest du ihn untersuchen. Was soll ich untersuchen? Symbol für Templerversteck? Keine Zeit. Aber ich muss sagen, nicht nur die letzten 3 Spiele können nicht mithalten mit diesem Teil, sondern auch die davor. Ich finde auch ein Syndicate, ich weiß, einige von euch mögen das. Ich mag die beiden auch, ja. Ich mag die Zwillinge auch, aber auch die haben nicht sonderlich viel Charakter bekommen im Laufe der Zeit. Auch die haben nicht sonderlich viel Charakter bekommen, Charaktertiefe. Und auch nicht die Gegner, auch nicht den Gegnern, die die platt gemacht haben, die Templer, die da am Start waren. Auch die nicht. Die haben irgendwann ihren Mojo für die Story und so weiter, haben sie verloren. Die haben einfach die, ich weiß nicht genau, was da los ist, aber... Die haben es irgendwann verloren. Aber das sind wieder so Punkte, die, wie gesagt, ich irgendwann mal machen wollte zu so einem Video. 5 Dinge oder keine Ahnung wie viele Dinge, die
Assassin's Creed fehlen, damit sie wieder zu alter Stärke führen. Oder finden, besser gesagt. Da gibt es einige Punkte auf jeden Fall, die man aufsehen kann. Gott sei Dank, du bist wohl auf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi. Hast du Francesco deshalb verfolgt? Nicht nur. Ja, nun warum auch immer. Die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Ah, noch eine Seite. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lange. Interessant. Oh. Ah ja, ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf, um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Sieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Fertig! Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift? Von einem Arzt? In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit. Ja, eigentlich ja die Waffe eines Feiglings, habe ich gehört. Von wem? Ezio, von dem Vorgänger. Habe ich mich damals aber auch gewundert, warum jetzt Gift plötzlich... Es wurde als Waffe von Feiglingen gemacht, also betitelt und jetzt... Egal. Was waren diese Templer-Sachen nochmal? Ich habe gerade nicht zugehört. Templer-Verstecke waren. Ja, stimmt. Ah, egal. Wir gehen erstmal zurück zu Monte di Giorni. Onkel Mario! Komm rein! Was bringt uns diese Ich wurde von Il Magnifico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Ha! Wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent! Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo. Dann sind sie auch leichter zu finden. Ich setze sofort meine Späher darauf an. Ich danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere Codex-Seiten. Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text, grob übersetzt, bedeutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Außerdem gibt es Hinweise auf zwei Edensplitter. Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe. Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Ah! Magnifico! Und wieder hast du meine Erwartungen erfüllt. Okay. Signore, wir haben Jacopos Männer gefunden und warten auf euren Angriffsbefehl. Sag den Männern, keiner rührt sich, bis sie mit Ezio gesprochen haben. Verstanden? So sei es. Geh, Ezio. Besuche meine Söldner im Hinterland. Schau, ob Jacopos Lakaien dich zu ihm führen. Aber sei vorsichtig. Sie erwarten dich sicher. Ja, so und so ruhig. Ja, das Training, das ist einfach nur nervig, ehrlich gesagt. Dass du es machen musst. Vor allem Sachen, die du schon gemacht hast. Also klar, du lernst teilweise Fähigkeiten, neue Fähigkeiten, aber... Ja. Junge, ich bin krass einfach. Okay, ich bin einfach krass. Ah, da seid ihr ja. Hört, wir haben Stefano da Bagnone gefunden. Folgt einfach dieser Straße und ihr kommt zu dem Kloster, wo er Obdach sucht. Wartet, bevor ihr aufbrecht, nehmt dies. Benutzt es, um eine Ablenkung zu kreieren. Mein Dank, Freund. So, was hat er mir da gegeben? Der kleine Strolch. Rauchbomben. Was ist denn hier los, Alter? Ich bin Assassine, kein Ninja. Rudatsch. So, let's go, Alter. Zack, Junge, Seitensprung, Alter. Mach doch mal Adlerauge. Warum kann ich nicht Adlerauge machen? Hallo? Ich drücke doch die ganze Zeit Y. Jetzt. Ist die Drecksau, ja? Die Existenz des Herrn anzuzweifeln, ist die einzige rationale Reaktion.
wenn man mit der Aussage konfrontiert wird, dass da ein unsichtbarer Verrückter im Himmel ist. Und glaubt mir, wenn eure Bibel irgendetwas wert ist. Schnauze, Junge! Guck mal, so macht man ein Attentat. Habt ihr es gesehen, Freunde? Habt ihr es gesehen? Jetzt werde ich sehen, wer recht hatte. Wo ist Jacopo? Ich habe wohl nichts mehr zu befürchten. Sie treffen sich im Schatten der römischen Götter. Alle Angst sei dir genommen. Requiescat in pace. Alter, ich bin sogar noch undercover. Ich bin sogar undercover noch. Noch, jetzt nicht mehr. Ich bin weg, Jungs. Haut rein. So, eine Kutte macht noch keinen Mönch. Das war der erste. Wir haben noch drei übrig. Wir müssen nämlich so oder so, auch wenn die schon die Information gegeben haben, trotzdem natürlich alle Mittäter auslöschen. So. Wir haben Erzbischof Sadiati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Nehmt einige meiner Leute. Nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Stabiler Säbel, Alter. Den er da am Start hat, wa? Ey, lass mich. Ich sehe euch, Assassine. Kommt ihr mal? Diese Mauern haben 100 Jahre gestanden und werden weitere 100 Jahre stehen. Das bezweifle ich. Genau, genau, hier ist es doch. Von dem Haus darüber jumpen. Hey, was geht, Jungs? Alter! Bisschen Action hier, wa? Juckt euch doch gar nicht. Seid bereit, Männer! Der Assassine ist da! Ich muss irgendwie das Tor öffnen. Irgendwie, aber ich weiß gewarnt, nicht. Assassine. Ihr hättet besser zugehört. So, genau den großen erstmal ausschalten mit dem Attentat. Perfekt. Das soll ich eure Überreste an diesen Säufer Mario senden? Aber warum? Er wird euch sowieso. Das ist ein toller Plan. Unsinn erzählen, während ihr eure Männer in den Tod schickt. Wo ist Jacopo? Er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Das ist die Antwort auf wann. Jetzt zum Wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Nicht Schmerz. Requiescat in pace. Tja, Jungs, keine Zeit, ich muss abhauen. Doch, ich werde entkommen. Muss ich jetzt wirklich laufen? Ah, da, guck mal. Das ist eine Olmons. Neues Pferd. Was für ein Aussichtspunkt, Alter. Ich hab hier schon in der Gegend... Lebt der? Der lebt ja noch. Na gut, alles klar. Ich hab doch hier schon alle eingenommen, Junge. Ich hab doch schon alle eingenommen. Was will mir das Spiel eigentlich sagen damit? Ich hab doch schon alles eingenommen hier an Aussichtspunkten in der Gegend. Okay, Bruder. Salve, Ezio. Antonio Maffei hat sich auf dem höchsten Bau der Stadt verkrochen und schießt mit Bibelworten und Pfeilen. Der Mann hat offensichtlich den Verstand verloren. Außerdem hat er Bogenschützen um sich herum postiert. Die solltet ihr erledigen, bevor ihr euch nähert. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, ich glaube, der Schreihals hat ein bisschen Angst. Vor mir. Zu Recht, oder? Auf jeden Fall. So, hier wird aber auch alles abgefragt, Junge, was ich kann. Klettern, abstechen, zuschlagen und geil sein. Einfach der Geile sein. Ihr müsst Buße tun! Für eure gottlose Art habt ihr euch den Zorn eines Dämons zugezogen. Berufen von eurer Sünde. Ihr müsst auch Buße tun! Ach scheiße, ich bin auf den falschen Turm geklettert. Oh Gott, das ist... Oh, ich hab immer Schiss bei solchen Sprüngen, ne? Eccolo, Eccolo! Was heißt Eccolo eigentlich die ganze Zeit? Ah! Schnauze, Junge!
Ah, no risk, no fun style. Komm, runter. Ja. Boah, ich habe immer Schiss, Alter. Ich habe immer Schiss, solche Sprünge zu machen. Aber weil ich krass bin, kann ich's. Links, Letzio. Links, Letzio wahrscheinlich. Letzio, links, meine ich. Wisset ist doch. Mann, labert der Scheiße. Das gibt's ja gar nicht. Geil, Alter. Ich mach dich jetzt Platz. Ja. Komm, jetzt hier hoch da. Ekelo. Komm. Und die hier. Erde höre die Rede des Mundes. Zack. Meine Lehre rinne wie der Regen. Komm, einmal muss. Meine Rede riesig wie Tau. Wie der Regen auf dem Schnauze jetzt, Mensch. Ja, gut, wenn er freiwillig in kommt. Fort, Dämon. Zeig dem Tod ein wenig Respekt, mein Freund. Dir zeige ich Respekt. Nein, das werde ich tun. Lass deinem Körper und deine Seele nun endlich ruhen. Requiescat in pace. Guter Versuch. Oh! Wow. Tempo, ich verliere. Dort ist er. Du Sau, Alter. Juhu. Bam. Geil, Alter. Ich liebe es. Gut, einer fehlt noch. Oh. Ein Brief. Maestro. Mit angsterfülltem Herzen schreibe ich diesen Brief. Der Prophet ist gekommen. Ich fühle es. Die Vögel verhalten sich seltsam. Sie kreisen um den Ort. Ich sehe sie von meinem Turm. Ich werde nicht am Treffen teilnehmen. So offen darf ich mich nicht zeigen. Sonst findet mich der Dämon. Vergebt mir, da ich nur auf meine Stimmen höre. Möge der Vater, bla bla bla. Okay, Freunde, nehmen wir den letzten hier auch noch in die Folge. Das wurde aber auch Zeit. Wir haben Bernardo Baroncelli gefunden. Gute Nachrichten. Sagt mir, wo er ist, dann werde ich mich um ihn kümmern. Das ist das Problem. Lorenzo ließ ihn schon vor Tagen festnehmen, als er uns aus Konstantinopel überstellt wurde. Doch er konnte fliehen. Wir glauben, dass er sich in San Gimignano befindet. Va bene. Mal sehen, ob ich ihn festnageln kann. Wie könnt ihr mit Erfolg rechnen, wenn wir alle versagt haben? Ich habe andere Möglichkeiten. Mit anderen Worten, wir sind krasser einfach. Ja, es ist halt einfach so. Es ist halt einfach so, kleiner Mann. Hey! So. Ah, nee, ich brauche euch nicht. Ist eine Geldverschwendung. Es war ganz geil, die Möglichkeit zu haben, aber. Er verliert die Lust. Oder die Fährte. Oder wird verrückt. Abgelenkt. Getötet. Aufgepasst. Alles wird gut. Nein, das ist der falsche Ezio! Ich hasse es, wenn er immer die automatisch. Ich meine, es hilft. Ist hilfreich natürlich, wenn er die automatisch anvisiert. Aber in solchen Situationen, wo du schnell sein musst, wo du schnell die Leute verfolgen musst, dann ist es natürlich mal nervig. Bam, Junge! Das war's schon. Mit deinen kleinen Strumpfhosen, Junge, was ist da denn los? Ich wusste, dass ihr kommt. Wo ist Jacopo? Damit ihr ihm tun könnt, was ihr mir getan habt. Noch habt ihr Zeit, euer Gewissen zu reinigen. Wir treffen uns bei der Kirche, wenn ein Treffen einberufen wird. Es tut mir leid, dass es so kommen musste. Requiescat in pace. Der kleine Strumpfhosen-Johnny, Alter, was ist denn da los? Junge. Gut, das war's. Jetzt muss ich nur noch abhauen. Lackschuh, Junge. Was heißt das, Lackschuh, Alter? So, wow. Oh, noch ein Brief. Bruder, wie du ohne Zweifel gehört hast, jagt er uns und will Vergeltung. Wir hätten nie zustimmen, uns nie verschwören sollen. Aber was getan ist, ist getan. Also habe ich in 3 Nächten ein Treffen mit dem Maestro einberufen, um Unterschlupf zu bitten. Entweder in Venedig oder bei ihm oder in Rom. Wir treffen uns in der Kirche San Gimignano und gehen zur rechten Stunde an den Ort. Ich bitte dich dringend, teilzunehmen. Hier zu bleiben wäre Selbstmord. Der Assassiné ist erbarmungslos. Wir alleine können nicht hoffen, ihn aufzuhalten. Aber mit der Hilfe des Maestro, vielleicht können wir uns die Zeit kaufen, die für die richtige Reaktion nötig ist. Achte gut auf dich. Florenz mag verloren sein, aber das muss nicht unser Ende bedeuten.
Tja. Möge der Vater des Verstehens dich leiten. Ja, ja, ja. Gut, okay, Freunde, Alter, das war auf jeden Fall eine dick vollgepackte Folge, oder? Das war schon krass. Ja, also wie gesagt, Freunde, es liegt an euch, es liegt doch an euch. Wenn ihr mehr sehen wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Checkt auf jeden Fall unbedingt die Videobeschreibung ab und schaut auch gerne mal bei Twitch vorbei, wenn ihr Bock habt. Gerade für die alten Star Wars Battlefront-Hasen unter euch, das wäre, denke ich mal, was da mal reinzuschauen. Es wird auf jeden Fall in Regelmäßigkeit in letzter Zeit gezockt. So, das war's. Wir hören uns vielleicht beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.